Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession zu Let's Play Dead Space. So, es geht weiter auf der Ishimura. Wir sind ja gerade auf dem Besatzungsdeck und müssen dieses Ding hier auf das VIP-Shuttle befördern, mit dem wir dann übrigens auch abhauen wollen. Aber vorher kehrt der Marker noch zurückgebracht zur EG-7, glaube ich, zum Planeten. Weil sonst die Gefahr besteht, dass eins dieser Dinge auf die Erde kommt. Und das wäre ziemlich scheiße für die Erde. Und ja, wir haben ja auch erfahren, dass anscheinend die ganzen Necromorphs von einem großen Bewusstsein, Kain hat es, glaube ich, das Kollektiv genannt, gesteuert wird. So ähnlich wie es ja auch schon Resident Evil war. Ich glaube, die ganzen Pilzwesen wurden ja von den Muttermyziten gesteuert. Und auch in Resident Evil 4 Remake wurden ja die ganzen Plagerparasiten von einer Königin gesteuert. Ich glaube, dass es so war, bin auch nicht mehr sicher. Aber ja, das ist jetzt auf jeden Fall unsere Aufgabe hier. Ja, übrigens ganz kurz noch. Ich habe, also kurz persönliche Story, ich habe vor kurzem mit einem Masterstudium angefangen und heute ist Freitag und Freitag ist ja normalerweise immer mein Aufnahmetag. Also nehme ich heute auch auf, aber normalerweise ist es immer so, dass ich arbeite bis um 12 oder bis um 1, dann komme ich nach Hause, dann penne ich meistens mal, dann tue ich meine Wohnung putzen und dann nehme ich auf. So, jetzt ist es aber so, dass ich heute direkt nach der Arbeit einen Kurs hatte oder Studium hatte und das ging bis ja so 8:45 und bin jetzt nach Hause gekommen, habe nur kurz ein wenig gechillt und jetzt nehme ich eben auf. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin wahrscheinlich ziemlich K.O. Ich bin ein bisschen vollgepumpt mit Koffein, aber ich glaube, dass ich irgendwann im Laufe dieser Aufnahmesession irgendwann mal voll den Einbruch habe und einfach wegpenne oder einfach nur Scheiße rede. Also nicht wundern, ich warne euch jetzt schon mal vor. So, aber jetzt spielen wir hier weiter. Wie schaut es denn generell aus auf dem Besatzungsdeck? Ich glaube, wir haben ziemlich alles hier schon erforscht, ne? Etage wechseln, warte mal, geht schon gut los. So, fangen wir mal Etage 5 an. Gemeinschaftsraum, war das genau, das war ja, glaube ich, der Raum, genau, wo wir angekommen sind. Das heißt, in der Etage 4 war, glaube ich, der Fitnessraum auch. Badezimmer, genau, Fitnesscenter. Etage 3 sind wir gerade. Da haben wir eigentlich auch schon alles erforscht. Da waren die ganzen Quartiere. Und Etage 2, da kommen wir jetzt, glaube ich, hin. VIP-Shuttle-Bereich. Und Etage 1 haben wir auch alles. Perfekt. So. Das bedeutet, wir müssen jetzt wahrscheinlich mit dem Lift wahrscheinlich wieder herunterfahren. Huch. Okay, da liegt noch Energie. Wie schaut es denn aus mit den Waffen aus? Schaut eigentlich nicht schlecht aus. Genau. Ja, wir haben ziemlich viel Munition eigentlich. Da, wir müssen da runter, ne? Wenn ich mal vermuten. Jawohl. Alles andere würde eh keinen Sinn machen. So, kurze Check, ich nehme auf. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Ja, es geht schon mal super los. Also der Feuerrad ist aber schon ziemlich geil. Wow. Autsch. Ah, das ist blöd. Ich hab da... So, ich muss kurz ein bisschen laufen. Sag euch gleich was Blödes. Dass ich keine Stasis hab. Weil mir wird diese Kollegen hier gerne verlangsamen können. Aber der ist ja tot. War's das? Ja, das war's. Holy shit, das geht schon mal super los. Aber haben wir besser geschafft als angenommen. Ich dachte, dass wir da viel mehr Leben verlieren werden. Aber der Plasma-Cutter, der hat ein gescheit geiler Feuerrate schon. So, übrigens, das ist mir auch aufgefallen.
Wir könnten das hier nehmen, aber... Ich nehme mal mit weg. Aber ich spare ja gerade noch auf den Anzug, deswegen lasse ich das. Was wollte ich jetzt sagen? Ich will das vergessen. Egal. Mir wird es wieder einfallen. Kann heute nichts Wichtiges gewesen sein. So, wir müssen das Ding jetzt transportieren. Aktivieren, Verlader aktivieren, ja. Wo steht denn eigentlich in unserem Auftragslog? Hole der Marke zurück. Persönliches Logbuch. Kein, sagt. Genau, wir haben ja keinen getroffen. Wir müssen den Marken. Alter. Nee. Je näher wir dem Marker kommen, desto ja, mehr wackelt der Bildschirm. Das ist irgendwie cool. Okay. Kein sagte, wir müssen den Marker nach EG7 zurückbringen, um die Seuche zu stoppen. Er mag ein Unitologe sein, aber ich glaube, er ist vertrauenswürdig. Ich muss den Marker holen, bevor Mörster mich aufhält. Ich habe, genau, wir haben den Singularitätskern, also USM Valor, genau. Wenn ich da ihn in das Shuttle einbaue, das Hammond gefunden hat, können wir von ihm verschwinden. Genau. So, Collada. Alter, diese kryptischen Missionen da immer. Sie haben ihn. Installieren Sie jetzt den Singularitätskern im Shuttle. Ich helfe Ihnen, den Marker zu verladen. Verdammt, Mörser ist gleich da! Beeilung! Okay. Gut, da können wir eh nicht lang. Da können wir auch lang. Aber ich glaube, das macht keinen Unterschied, oder? Ich glaube, das macht keinen Unterschied. So, da haben wir einen Energieknoten. Strahlmunition. So, da machen wir eine Kiste. Und Credits. Und da wird es auch wieder zurückgehen. So. Was soll zurück? Energie für die Strahlenkanone. Oder Energie für die Energiekanone. Ich habe halt immer Angst, dass wenn hier Leichen liegen, dass irgendwann wieder so ein Ding kommt, das die Leichen in Nekromorphe verwandelt. Ah! Ich glaube, das ist der Shuttle. Nehmen wir es einmal mit und laden es mal da ab. Genauso wie das hier, weil ich habe das Gefühl, dass wir das irgendwie noch brauchen werden. So. Okay. Wir gehen gleich da lang. Zuerst schauen wir uns hier noch um. Oh oh. Lüftungsschacht. Ist nie gut. So, dann gehen wir mal da lang. USG 09. Ich werde das jetzt ein bisschen da zusammenstellen. Weil, wie gesagt, ich glaube, das werden wir alles noch brauchen. Und ich will nicht... Ich könnte auch die ganze Sache an einen Ort zusammentun, aber es dauert, glaube ich, zu lange. Ja, vielleicht mache ich das noch. Um strategisch einfach gut vorbereitet zu sein. Da ist der Marker wieder. So, wo habe ich das alles? Da habe ich es. Ja, nicht werfen, weil ich glaube, wenn wir das werfen, explodiert einfach alles. So. Na, komm her. Na. Ich hab. So, also wenn dann irgendwas kommt, wir müssen dahin. D
Das ist unser Place to be. Das habe ich gespuckt. So, da geht's rein. Da gehen wir noch nicht rein. So, wo geht's hier hin? Zur zum Shuttle-Bereich. Shuttle-Bereich-Steuerung. Shuttle-Bereich-Steuerung, okay. Da kommen wir aber noch nicht hinein. Da steht noch warten. Da will ich aber hinein, weil das ist eine Kiste. Aber vielleicht später noch. So, da können wir unsere Stasis aufladen. Auch das ist gut. Das nehmen wir auch mit. As well as this here. Das, dies macht Boom. And Boom ist gut für Necromorphs. So. Das nehmen wir auch mit. Das ist schon cool gemacht. Den Marker fällt mir. So. Das Rohr kommt wieder zu unserem Waffenlager. So, und da hinten haben wir das noch. Auch das kommt dahin. Nicht rollen bitte, sonst finde ich dich nicht mehr. Wenn es ernst wird. Das kommt auch dahin. So. Sonst sind wir jetzt aber grundsätzlich hier durch. Da kommen wir noch nicht rein, ne? Warten, okay. So, mit dem Marker können wir eh noch nichts machen. Das bedeutet, wir gehen jetzt mal ins Shuttle rein. Hier geht's rein, oder? Ja. Würde, glaube ich, von beiden Seiten aus reingehen. Erreiche das VIP-Shuttle. Installiere den Singularitätskern. Ah, den muss ich hier installieren, okay. Schau mich kurz mal da um. Wird dieses Raumschiff unser Ticket nach Hause werden? Schauen wir mal. Singularitätskern ersetzt. Testzündung der Shuttle-Triebwerke, um die Installation der Hardware abzuschließen. Installiere den Singularitätskern, also müssen wir das Triebwerk testen. Zünde den Antrieb probeweise. Nur probeweise. Und jetzt kommen wir hier rein, ja. Geräusche da schon wieder. Credits, Credits. Can Rick to unlock Workstation. Gut. Dann würde ich sagen, Karte sagt, wir haben jetzt alles erforscht. Ich glaube, wir haben jetzt generell alles auf die Ishimura erforscht. Nein, noch nicht alles. So, Shuttle-Steuerung aktiviert. Testzündung läuft. Töte den Jäger. Ja, das machen wir jetzt. Wir töten den jetzt wirklich. So. Autsch. Oh, 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 oh. So. Lasst mich da mal in Ruhe. Ich hab da was vorbereitet. Als erstes kriegst du mal das ab. Du hast da das verdient. Oh, oh. Dann noch mal das. Shit. Habe ihn erwischt? Keine Ahnung, ob ich erwischt habe. So. Also, unser Plan. Ist, dass wir den nochmal loswerden. Genau. So, pass auf. Der Plan ist eh ganz eindeutig, glaube ich. Wir blocken jetzt.
den Hunter daher. Kollege, du bist, kommst gerade zu einem ziemlich ungünstigen Zeitpunkt. Shit. Ich glaube, er ist zu weit weg. Wir probieren es, komm. Er ist jetzt nämlich hinter dem Triebwerk. Jetzt machen wir Probezündung. Ich glaube, es hat funktioniert. Yes! Okay. Also im Original ist er, glaube ich, wirklich zu Asche geworden. Also vom... Ich würde sagen, der kann es immer noch regenerieren, aber okay, ich hinterfrage das nicht. Aber finde ich, fand ich cool, die... Scheiße. Medi-Pack. Hören Sie mich? Mr. Clark! Mr. Clark, kommen! Verdammtes Schiff! Sie leben, Altman. Altman kann auch zur Hölle fahren, Kendra? Annie, aber jeder Alarm auf der Ishimura ist losgegangen. Kritische Schäden an den internen Systemen. Der Marker hat das Schiff durchbrochen. Irgendetwas zog ihn in den Frachtraum. Kein! Fliegen Sie das Shuttle zum Hangar. Ich suche den Marker. Natürlich. Amelia, schnell! Warte, Dr. Kein? Der Captain ist tot wegen diesem Irren. Wir können ihm nicht trauen, wenn es um den Marker geht. Er sagt, dass er zurück auf den Planeten muss, um es zu beenden. Wir müssen es versuchen. Bin unterwegs zum Frachtraum. Ping Nicole an und sag ihr, wohin sie gehen soll. Überlass das mir. Danke. Wenn ich den Marker habe, kommen wir alle hier raus. Verlade den Marker... in der Kriegfrage, fehlgeschlagen. Kapitel 10, Tag der Abrechnung, geschafft. Kapitel 11, offene Wege. Erreiche den Frachtraum. So. Oh. Ah. So, einige Fragen. Punkt 1, wie schaut es mit der Heilung aus? Nicht schlecht, okay. Punkt 2, wo sind wir? Ist Mercer tot, frage ich mich. Ich hoffe es. Aber... Stationsbrücke. Okay, warte mal, ich muss mich da mal umschauen, wo wir da jetzt sind. Ah, warte mal. Sind wir da leicht? Da sind wir im Krankenhaus, ne? Da hinten müsste der Bereich sein, wo wir den Hunter, also Harris, das erste Mal eingefroren haben. Genau. Ja, genau. Übrigens, das habe ich mal, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ich habe außerhalb der Aufnahmesession mal was nachgesehen, und zwar das hier. Der ist wirklich entkommen. So. Aber jetzt ist er wirklich tot, Harris. Fand ich übrigens cool, das wollte ich vorhin sagen, bevor ich unterbrochen wurde, dass hier Isaac noch einen emotionalen Kommentar noch hinterlassen hat. Als er gesagt hatte, hat zu Harris... Er kann jetzt nicht mehr wehtun. Mit er war natürlich Mercer gemeint. Und... Okay. Ist Mercer tot? Weil im Original hat er sich selbst geopfert. Wenn ich mich noch richtig erinnere. Da hat er sich praktisch selbst in einem Nekromorphen verwandeln lassen.